Zwei Wochen vor der Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 4 Kernversprechen für den Fall eines Wahlsiegs gegeben. Schulz nennt Chancengleichheit in der Bildung, gleiche Löhne für Männer und Frauen sowie gerechte Bezahlung, gerechte Renten und das Bekenntnis zu einem demokratischen Europa als Koalitionsbedingungen. Eine Regierungsbeteiligung wäre für die SPD laut aktuellen Umfragen nur bei einer Neuauflage der Großen Koalition möglich. Solche Spekulationen weist Schulz aber zurück. Über die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages entscheidet der Wähler und die Wählerin. Und die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind, sind nach der Wahl zu ziehen, nicht vor der Wahl. Ich möchte so stark wie möglich mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden. Das ist der Grund, warum ich den Leuten sage, das sind die nicht verhandelbaren Punkte. Ich kann Ihnen aber gerne sagen, die Große Koalition will ich ablösen. Das ist der Grund, warum ich hier stehe. Ich möchte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. In Umfragen liegen die Sozialdemokraten deutlich hinter der Union. Keine Koalitionsvariante mit der SPD an der Spitze hätte nach derzeitiger Stimmungslage eine Mehrheit.